vor lang. Komm. Wo sind denn alle? Keine Wachen? Die Nutzung in der Ecke der Insel. Was war das denn? War da so ein unterirdisches Laufband oder was? Oder unter Wasser? Digga, was? Was ist mit deinen Leuten? Wir nehmen Wanderpfade. Die werden uns nicht sehen. Sicher, dass die Wolves heute Nacht angreifen? Ja, das hat mir mein Freund gesagt. Sie nutzen den Sturm als Deckung für ihren Angriff. Außer Isaac ändert seine Meinung. Euer Anführer, Isaac. Was will er? Dass die Kämpfe enden. Aber zu welchem Preis? Inzwischen zu jedem. Ja, mir gefällt die Situation mit Munition ja gerade gar nicht, Alter. Du kannst klettern? Es ist der kürzeste Weg. Haben wir hier was Schönes? Ja, schön. Ich hole Vorräte. Nur für den Fall. Ach du Scheiße, Digga. Sonntag 0500. Scott und ich haben die Ostküste gegen 0300 erreicht. Die Informationen der Gefangenen waren tatsächlich mal nützlich. Kein direkter Widerstand. Wir suchen jetzt einen höheren Standort, um uns zu orientieren. 0730, oder wie wird das denn ausgesprochen eigentlich? Die größte Ansammlung von Gebäuden befindet sich auf der Südseite. Im Norden und im Osten sind Farmen und eine Art Holzfällerlager. Kleinere Ansammlungen von Gebäuden sind auf der ganzen Insel verstreut. Alles Holzhäuser nach dem Ausbruch erbaut. Diese Freaks meinen es tatsächlich ernst damit, dass sie von dem leben wollen, was die Erde ihnen schenkt. Wir werden näher an eins ihrer Dörfer herangehen. 10:15. Wir warten in einem alten Gebäude im Zentrum der Insel auf den Einbruch der Nacht. Die Scars haben in diesem Gebiet noch nichts abgerissen und neu aufgebaut. Könnte ein guter Sammelpunkt für uns sein. 2100, 2100, keine Ahnung, Digga. Ihre Anzahl ist beunruhigend. Es sind deutlich mehr, als wir dachten. Die Dörfer sind gut gesichert und ihre Patrouillen über die Insel sind gut organisiert und häufig. Wir haben mehr Informationen gesammelt als gedacht und machen uns auf den Rückweg. Montag 0400. Bei der Rückkehr zum Landeplatz haben wir unser Boot gesunken vorgefunden. Es wurde zerstört. Sie wissen, dass wir hier sind. Wir müssen irgendwie anders von dieser Insel herunter. Aha. Warum hilfst du uns? Das hat Lev mich auch gefragt. Ich schätze, weil ihr das nicht verdient habt. Aber auch, weil ich es wollte. Musste einfach. Na, ist das jetzt gut oder schlecht? Die Hälfte von uns ist gefechtsbereit. Was macht die andere Hälfte, wenn meine Leute ankommen? Manche verstecken. Die meisten kämpfen. Gut. Ach komm, Digga, reicht nicht. Wo sind alle? Kämpfen. Oh, hier sollten wir uns nochmal richtig umsehen, ey. Reicht immer noch nicht. Ich hab noch grad wieder was, Junge. Die wollen mich doch verarschen.
Aber wenigstens kriegen wir so ein bisschen was hier. Und dann schon wieder die Brandpump-Munition, Digga. Hier oben lang, oder was? Würde uns ihr Licht durch den Sturm führen. Hey. Wenn du in Finsternis wandelst, suche nach dem Licht. Was war das? Hat mein Dad immer gesagt. Wir müssen da hochgehen. Okay. Ach, guck mal, seit wir abgehauen. Oh shit. Sie haben einen Bogen. Reinige deinen Geist. Das wird eine lange Nacht. Oh, es sind direkt bei uns welche. Hoppla. Ach, ich hätte mir jetzt auch mal hier machen können, das Ding. Wir haben jetzt ja auch geupgradet. Wir können also haltbare Sachen ja jetzt herstellen und so. Oh shit. Nicht gesehen, okay. Wo sind denn die anderen alle? Oh. Sehr unauffällig. Oh shit. Hat er nicht gerallt? Ach, komm schon. Digga. Jetzt konnte ich hier nicht schießen. Ich krieg einen Kollaps, Alter. Es ist doch lächerlich. Ist immer noch nicht tot, Alter. Das kannst du dir doch... Ist doch lächerlich. Ich hab jetzt auch 10-mal veraimt, Alter. Es ist scheiße.
Es ist scheiße. Die haben uns hier so viel Munition gerade gegeben und ich habe das alles verschwendet. Ich liebe es. Es macht Spaß. Ich hoffe, hier liegt noch ein bisschen mehr. Dann sind wir gleich hier wieder komplett leer. Das hat sich fast geräumt, du. Nicht so gut, aber so ein bisschen. Geht doch. Nee. Nirgendwo hin erstmal. Die schießen doch dann sofort. Sägemühle, was soll das eigentlich sein? Denkst du, das weiß ich? Das Ding hier? Vermutlich nicht. Können hier auch irgendwie ins Wasser, ne? Frage ist, was bringt das jetzt? Und kommen wir hier auch irgendwo mal wieder hoch? Hier sind das alles zu viele. Finde ich nicht so geil. Ich glaube, das kam aus der Richtung. Oh, nice. Ah, die Armbrust ist stabil. Werfen wir dem einfach so eine Rohrbombe hoch? Ich weiß, dass du da bist. Ja, schön. Tschüss. Ich glaube, das war's. Ja, ist okay. So, wäre cool, wenn die jetzt irgendwie Munition hatten. Ja. Oh, nice. Das ist doch nochmal schön. Ja, also selbe Haltbarkeit. Nehme ich lieber die Axt mit, ganz ehrlich. Weil die macht, glaube ich, ein bisschen mehr Schaden. Oder? Ist halt zum Hacken, ne? Damit wird zerstückelt. Da können wir nirgendwo was machen, oder was? Okay, dann ist das hier wohl der Weg. So. Alles schön mal nachladen. Gut. Wollt hier? Hallo. Einmal gucken. Achso, okay, die anderen. Ja, okay, die Pump haben wir natürlich noch. Ja, zur Sicherheit. Lädt man die mal nach? Ah, ne, ist schon. Okay. Dann Abfahrt. Ui. Was tust du da? Hä, die können auch alle weggesniped werden, ganz easy. Oder? Das ist ein Geschenk. Sie sind jetzt in unserem Gebiet. Zeigen wir ihnen, was sie verdienen. Durch ihre Liebe werden wir überleben. Oh, Yara ist er noch. Er juckt nicht, dass sie da hinten irgendwo hinlaufen. Hä? Wieso? Digga. Muss ich das verstehen? Ist okay? Ja. Und da kommen wir jetzt nicht hoch. Toll. Ja. Hätte man die jetzt überhaupt töten müssen? Wohin haben sie die Kinder gebracht? Bitte, Munition, ja. Bitte noch mehr. Wir können aber upgraden, oder? Ja, und Munition. Ah, nee, das ist kein... Das ist, irgendwas. Benjamin, alles okay. Jared, Jagdtrupp ist ins Wolf-Gebiet aufgebrochen, sonst keine Vorkommnisse.
Celia. Alles okay, sie beschützt uns. Thomas. Thomas. Der Abriss des Gebäudes in der Altstadt verursacht viel Staub und Lärm. Aber bisher kein Anzeichen von Wolf-Aktivität an ihrem Ufer. Ansonsten nichts zu berichten. Sie führe uns. Mary. Einzelnes Wolf-Boot auf dem Kanal gesichtet, aber keinen Alarm ausgelöst. Der junge Maxwell soll die Ältesten informieren. Sie führe sie. Peter. Alles okay. Seraphitensymbol. Benjamin, habe Sichtkontakt zum Jagdtrupp. Sie sind auf dem Rückweg. Die Farmer haben das kontrollierte Feuer im Wald entfacht. Wolken am Horizont, sie schütze uns. Alles okay, Seraphitensymbol. Celia, leichter Regen, trotzdem gute Sicht. Die Fischerboote sind früh zurückgekommen, sonst keine Vorkommnisse. Starker Regen, schlechte Sicht. Wolves, mehrere Boote nähern sich der Ostküste. Ich löse Alarm aus, sie schütze uns. Ja, ja, ja. So, dann ist man jetzt mal gespannt, ey, wie der Scheiß hier weitergeht. Geht jetzt hier so weiter mit Schießereien oder was? Mensch. Scheinbar nicht, okay. Noch nicht. Oh, aber wieder was lesen, Alter. Was ist das denn hier? Ein halbes Buch? Wir sind unvollkommene Kreaturen, also machen wir uns auch in ihren Augen unvollkommen. So steht es in den Lehren, so sagen es die Ältesten. Aber die Schnitte auf meinen Wangen brennen und jucken 2 Wochen nach der Zeremonie immer noch. Eva hat mir erzählt, dass es bei ihr genauso war, aber sie hat mich davor gewarnt, vor den Ältesten Schwäche zu zeigen. Heute habe ich eine Überraschung erlebt. Eva hat sich herausgeschlichen und mich in der Gerberei besucht, als ich geputzt habe. Sie hat gesagt, dass ihr Trupp morgen ins Wolf-Territorium aufbricht. Ich konnte sehen, dass sie Angst hat. Also haben wir uns hingesetzt und eine Weile ins Feuer geschaut. Sie hat mich gefragt, ob ich schon jemandem versprochen wurde. Bevor ich antworten konnte, hat sie mich auf die Wange geküsst und ist dann schnell wieder im Wald verschwunden. In dem Moment habe ich völlig vergessen, wo ich bin. Und jeder Kummer war wie weggeblasen. Evas Trupp ist noch nicht zurückgekehrt. Ich war beim Gemeinschaftsessen in Haven. Oder Heaven. Irgendwann haben die es mal gesagt, ne? Irgendwann hat man die Aussprache davon gehört. Ich habe schon wieder vergessen. Scheiße. Um mich zu beruhigen. Aber es hat nichts gebracht. Es war ungewöhnlich ruhig, bis auf die übliche Predigt vom Ältesten Duncan. Aber selbst die war heute irgendwie anders als sonst. Er hat gesagt, obwohl unsere Prophetin uns führt, um die Dämonen auszulöschen und die Welt wieder ins Gleichgewicht zu bringen, gibt es keine Garantie dafür, dass uns dies zu unseren Lebzeiten gelingt. Es ist ein ewiger Kampf. Heute habe ich viel nachzudenken. Wir werden hier gerade sehr gut ausgestattet. Macht mir Angst. Also, sehr gut, naja. Es verbessert sich die Lage, ja, okay. Flammenwerfer haben wir auch nie benutzt sonst. Nur einmal so bei dem hier Rattenkönig. Habe ich gar nicht mehr gesagt, stimmt. Weil den Begriff Rattenkönig, und das wird richtig scheiße, das wusste ich. Und das war das Viech dann ja vorhin scheinbar, ne? Also wenn jetzt nochmal irgendwas kommt, was dann vermutlich noch krasser wird als das da. Junge, kein Bock. So, meint ihr irgendwann mal Stabilität sollte man nochmal machen bei einigen Waffen, ne? Ja, dann machen wir das jetzt mal. Oh, und Schaden bei der hier. Weil das ganz schön viel dann abzieht. Scheiße. Mach mal Schaden lieber. Ich glaube, das bringt hier gerade mehr. Das könnte helfen. Da hinten in der Hütte waren wir aber noch nicht, ne? Ja, dann lass mal da gucken. Meine Prophetin, mögest du meine Worte hören? Moira war eine starke und fähige Kriegerin, bis sie zusehen musste, wie ihr Mann Henry und seine Patrouille von Wolves abgeschlachtet wurden. Jetzt wacht sie schreiend auf und zuckt beim kleinsten Geräusch zusammen. Wir ehren Henrys Märtyrertum, indem wir uns wie er um Moira kümmern, aber das reicht nicht. Ich bitte dich, gib Moira die Kraft, ihren Geist wiederzufinden. Dann sollte es jetzt da lang weitergehen, ne? Scheiße. Das kann ja witzig werden. Wir schleichen zuerst mal komplett herum, sodass wir so viele von denen wie möglich ja. Ausschalten können. War gerade kurzer Brainlag. Okay, wie kommen wir denn da in die Hütte rein nun?
Will ich umkommen, bitte? Und da ist ja auch einer. Ich würde die ja gerne jetzt lautlos ausschalten. Ich möchte nicht an denen jetzt meine Munition, die ich gerade da so schön bekommen habe, wieder zur Hälfte verlieren. Wenn nicht sogar mehr. Ja, da hinten ist halt einer, da ist einer, aber da auch. Vielleicht bleibt einem sogar gar nichts anderes, als jetzt drauf loszuschießen. Weil, na gut. Was macht man denn da nun? Axt verbessern? Messer mehr? Ich warte mal ab. Ah, die Pfeife da hinten ist weg. Irgendwer sieht uns hier gerade, kann das sein? Die Ausreißerin ist hier! Mit einem Wolf! Das wirst du büßen! Aua. Danke. Verdammt! Wir machen dich kalt! Geht doch. Gut, gut, gut. Nice. Oh shit. Da sind noch oder wieder welche? Einer zumindest, ne? Ah, verdammt. Oh, lol. Merken. Dass da was ist. Ist das da hinten einer? Naja. Oh shit, da ist auch noch einer. Verdammt, ah gut. Lässt die sich hier nochmal 1000 Mal treffen oder was? Gut. Das war hart. Gehen wir zum Dorf. Nimm doch schneller, komm. Wir haben jetzt nicht so viel Zeit. Okay, dann heilen wir mal. Ah, ist sogar nötig. Und dann nehmen wir das mal. Es dürfte aber immer noch so einiges rumliegen, was die gedroppt haben. Hoffentlich. So, wo habe ich die anderen hier noch getötet? Hier ist einer mindestens. Na, guck mal, hier. Hier, toll, toll, ja. Scheiße, haben wir da Kapazität geupgradet? Okay, wo soll's lang gehen? Da? Hier drüben. Okay, okay. Sonst nichts weiter. Okay. Nicht da. Die sehen uns. Dann halt nicht.
Aha. Achso, mehr kann man nicht sammeln, oder wie ist das? Was wollt ihr mir gerade sagen? 122 habe ich jetzt sogar da stehen. Hä? Hm? Machen wir mal schnellere Medkits. Impulsdauer. Ja, ne. Hatten wir bisher einmal oder so, ne? Schnellere Zielbewegung vielleicht, ne? Und das war es auch schon wieder. Wild. Moin. Ich hätte nie... Ist okay. Ich bin froh, dass wir dich gefunden haben. Auf geht's. Gut. Sollten wir jetzt eigentlich hier relativ gut durchkommen, oder? Wir stehen das durch. Sie beschützt uns. Sollten wir nicht zu unserem Boot zurück? Nein. Kampfgeräusche. Von da hinten. Ich höre überall Kampfgeräusche. In Haven gibt's viele Boote. Das dachte ich auch. Haven. Wir können durch die Altstadt abkürzen. Die Hauptstraße meiden. Wie weit weg ist Haven? Weit. Das ist unsere beste Chance. Folge uns einfach weiter. Wir voran. Alle sind weg. Wir gehen die Wolf zu kämpfen. Dein Arm. Dem geht's gut. Bin nur müde. Yara, Mom hat mich ganz im Herzen geglaubt. Ich weiß. Warum ist ihr das dann zugestoßen? Unser Glaube macht uns nicht unsterblich. Der Lust dort an jeder Ecke. Sie führt uns. Das ist die Straße runter. An WLF-Leuten können wir, also ich würde es nicht freuen, dass wir mit denen hier arbeiten und ja gut, die haben vielleicht auch gesagt bekommen, Abby ist scheiße. Weil sonst wäre es doch eigentlich gut zu sagen, yo, hallo, was geht? Könnt ihr uns helfen? So viele Leute zurück. So, keine Ahnung, Mann. Nicht helfen. Ich weiß. Bleib nah bei mir. Okay. Oh Gott. Wir müssen von der Straße runter. Ja. Abby. Hier lang. Ich
Schnell alles nehmen. Muss ich jetzt gegen die scheiß WLF auch noch kämpfen hier? Das, dann verrennt sich Abby aber komplett, Alter. Dann geht's aber ab. Das wäre jetzt nicht so klug. Hallo, wie wär's, wenn du die Munition nimmst? Danke. Jetzt haben wir eigentlich wieder eine anständige Menge Munition, glaube ich, ne? Alter, und dafür vorher so ein Aufwand, um die ganzen Medikamente und so zu finden. Ich lasse sie nicht hier. Zurück! Waffe weg! Los! Oh, scheiße. Es ist Abby. Ich sagte zurück! Zurück! Isaac. Was zur Hölle machst du? Lass mich das erklären. Was ist da hinter dir? Mein Lebensretter. Geh aus dem Weg, wir klären das zu Hause. Er gehört nicht zu denen, bitte. Abby, weg da. Verdammt, er ist noch ein Kind. Du hast 3 Sekunden, um von dem Scar wegzugehen. 1. Willst du mich wirklich erschießen? 2. Ich werde nicht weggehen. Heilige Scheiße!